Hallo und herzlichstes Willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder jede Menge Leaks. Ja, Bethesda hat uns Zeug rausgehauen ohne Ende. Dann hat mich ein Video erreicht von einem Zuschauer, der mir da noch so ein paar Zusatzinformationen gegeben hat. Ja, Wendigo Fight, Goldbarren, Vault 79, Secret Service etc. pp. Ja, heute gibt es echt die geballte Ladung an Informationen. Aber bevor wir mit diesen Infos anfangen, nochmal einen schönen Gruß an die Kira X. Die hat mich nämlich gestern im Livestream gefragt, wie ich die neue Fallensteller, das neue Fallensteller-Outfit finde, welches momentan im Atomshop vorhanden ist. Ist nicht ganz mein Geschmack. Wem es gefällt, ja, der kann sich das gerne holen, aber ich bin da jetzt nicht so der Fan davon. Also ich würde es jetzt selber nicht tragen. Ja, und dann geht noch ein Shoutout raus an den Zuschauer, dessen Namen ich vergessen habe. Der hat mich nämlich gestern im Livestream auch darauf aufmerksam gemacht, dass Bethesda überhaupt einen neuen Artikel rausgehauen hat. Das ist total an mir vorbeigegangen. Hätte ich mal nicht live gestreamt, dann wäre das nicht passiert. Aber trotzdem danke, dass ihr mich immer so aufmerksam macht auf solche Sachen. Das finde ich sehr lieb von euch, denn hin und wieder geht auch sowas an mir vorbei. Okay, kommen wir erstmal zu den Neuigkeiten, die jetzt noch nicht so ganz so spektakulär sind, aber dennoch den einen oder anderen freuen werden. Und zwar bekommen wir als Fallout-Veteranen ein Outfit geschenkt, und zwar das Veteranen-Outfit. Und da hat Bethesda gesagt, dass jeder, der sich Fallout 76 vor Release von Wastelanders gekauft hat und sich mit seinem Konto angemeldet hat, der wird ein Veteranen-Outfit bekommen. Das sieht folgendermaßen aus. So, ja, freue ich mich schon drauf. Das sieht echt nicht schlecht aus. Und dazu müssen wir auch gar nichts weiter tun, denn es wird automatisch in unserem Konto hinzugefügt und wir können es dann an der Rüstungswerkbank herstellen. Es kann allerdings ein paar Tage dauern, sagt Bethesda, bis das dann wirklich bei jedem freigeschalten ist. Und wir sollen halt einfach abwarten, aber bis Ende April soll es bei jedem verfügbar sein. Gut, des Weiteren hat natürlich auch die legendäre Händlerin jetzt wieder neue Angebote vom 9. April bis hin zum 13. April, jeweils 18 Uhr, können wir wieder legendäre Scheine einlösen. Legendäre Scheine ist auch wieder so eine Sache, ist halt natürlich die Frage, ob man das denn eigentlich noch braucht, denn ja, natürlich braucht man es. Ist ja wohl logisch, denn Bethesda hat ja in ihrem Aus dem Vault-Artikel drei neue Videos veröffentlicht und in dem ersten Video machen die beiden Entwickler einfach nur eine Tagesquest bei den Raidern und sie sagen auch, dass diese Tagesquests sehr, sehr wichtig sein werden, denn durch diese Tagesquests kommt man an die neue Währung und die neue Währung ist Gold. Goldbarren, um ganz genau zu sein. Die Goldbarren befinden sich unten dann im Vault 79, da wird es dann auch gleich noch Videomaterial geben und hier, das sind die beiden Entwickler hier, die man jetzt dann gleich sieht. Hier der Ferret und Nathan, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Und da kauft er jetzt quasi Baupläne für Goldbarren. Unten im Vault 79. Und der Vault 79 wird vom Secret Service bewacht. Ja, also den Secret Service, den gibt es auch wirklich im Spiel dann, wenn Wastelanders kommt. Und somit denke ich mal, ist ja die Theorie und Spekulation um den Secret Service auch widerlegt oder bewiesen, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist der Rex vom Secret Service und die bewachen das Gold. Es wird dort auch Baupläne geben vom Secret Service. Das ist jetzt hier Videomaterial von einem Zuschauer, der hat mir das zugesendet. Da geht er nämlich gerade unten in diese Goldstation rein oder in dieses Goldlager von Vault 79. Da sieht man auch, da hatten wir ja auch gestern in dem Video den Screenshot von diesem Goldlager. Und dann schaut er sich jetzt hier zum Beispiel auch gleich mal die ganzen Baupläne so ein bisschen an und kauft da auch ein paar davon. Und da sieht man sehr schön, hier sieht man schon Plan, Secret Service Uniform, Secret Service dies und das. Also jede Menge Secret Service Baupläne, die man sich da ergattern kann. Und das finde ich ist auf jeden Fall eine extrem spannende Angelegenheit. Hier die Scout Armor Maske, ja, also die Speermaske, die wird es dann auch wieder geben. Und ja, absolut klasse. Da Hammer Secret Service ist am Start. Goldbarren ist die neue Währung. Super coole Sache. Aber nicht nur Goldbarren wurden geleakt und der Secret Service wurde geleakt. Nein, auch ein Wendigo Fight wurde gezeigt. Und zwar Wendigo Colossus Fight. Ja, da haben sie nämlich auch gegen den Wendigo Colossus gekämpft.
in diesem Video. Und bei dem Wendigo-Kolossus ist es halt eben so, ihr werdet jetzt hier in diesem Video öfters mal sehen, dass der Charakter, also der Spieler, die Spielfigur immer so komisch wegrennt. Das hat damit was zu tun, dass der Wendigo halt eben eine Fähigkeit hat und Spieler wegrennen lässt. Ich weiß nicht genau, wodurch das ausgelöst wird. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wodurch das ausgelöst wird, ob das irgendwie ein Schrei ist, den er dann da los... Da sieht man es wieder, ob das ein Schrei ist oder so. Aber Spieler rennen dann vor ihm weg. Des Weiteren hat er... Mann, jetzt habe ich mich verschluckt einmal und schon ist vorbei hier. Des Weiteren lässt er kleinere Wendigos auch noch spawnen. Das wird man da auch gleich sehen. Ja, dann habt ihr eine ganze Menge Wendigos da. Ja, seht ihr, da geht es schon los hier. Da hat er sie spawnen lassen. Also der Wendigo-Kolossus lässt kleinere Wendigos, also normale Wendigos spawnen. Ist natürlich sehr interessant und es soll wohl so sein, wie ich gehört habe, ist aber auch keine offizielle Bestätigung da, dass man den Wendigo-Kolossus wohl nur in einer atomaren Zone antreffen kann und dann halt auch als Random Encounter. Ja, also es ist random, ob er dann da auch wirklich erscheint oder nicht. Das Ganze scheint mir jetzt hier irgendwo bei Vatoga unten zu sein. Irgendwo zwischen Wald und Vatoga irgendwie die Ecke. Ich weiß nicht, ob es einen extra Platz gibt, wo man ihn spawnen lassen kann. Oder wie das da abläuft. Vielleicht ist er auch als Ersatz von der Queen, ja. Vielleicht muss man ja da irgendwie da unten beim Rissstandort Prime oder sowas. Ich weiß nicht, wo das genau ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr das hier irgendwie erkennt, diese Stelle. Also irgendwie muss irgendwo hier bei Vatoga in der Nähe sein. Naja. Irgendwo da unten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Random Encounter ist, dass er erscheint, oder ob es nicht vielleicht sogar wirklich so ist, dass man da unten diesen Ort extra nuken muss, damit er dort erscheint und auch spawnt. Ja, das ist halt so eine Information, die fehlt halt eben noch. Ich hoffe allerdings, dass euch das Video gefallen hat, ja, dass einige interessante Infos für euch dabei waren. Und in diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video, Servusle und ciao!